Also die Veranstaltungswoche ist in dem Sinne einfach, um Leute kennenzulernen, total gut. Ne? Man wird in kleine Gruppen eingeteilt, hat dadurch die Möglichkeit, halt in kleinen Kreisen schon mal ein bisschen Bekanntschaften zu schließen und ist dann ein bisschen gewappnet schon mal auf das, was halt nächste Woche auf einen zukommt dann. Ne? Deswegen ist super, man lernt die Uni ein bisschen kennen, weiß, wo die Räume ungefähr sind. Bringt schon viel, was das angeht. Ne? Einfach, um nicht ins kalte Wasser zu springen zu müssen. Das ist zwar klein, aber fein. Und man hat das Gefühl, man kennt sich gegenseitig. Aber es ist irgendwie, ja, es ist doch schon viel auf einmal. Wenn man jetzt, ich habe zum Beispiel nicht ganz so eine leichte Anreise. Und dann ist es nicht so ganz einfach, wirklich dann alles aufzunehmen und sich dann noch zu kümmern. Dann muss man wieder zurück. Und wir fangen knapp eine Stunde. Und das ist dann schon, ja, viel Input auf einmal, ja. Am Donnerstag haben wir noch ein paar Facheinführungen und am Freitag haben wir auf jeden Fall die Einführung in die Masterstudiengänge noch. Also da findet auch die Begrüßung für die neuen Masterstudierenden statt und eben die Einführung. Und dann natürlich die Tutorien. Da sind gerade Mittwoch, Donnerstag und Freitag wichtig, weil da die Stundenpläne gemacht werden. Und dann haben die neuen Studierenden die Informationen über ihre Fächer, Studiengänge und so weiter und können dann ihre Studienpläne machen.